Ja, herzlich willkommen zurück zum Sonnenthaler Sport News Talk. Heute darf ich auch mal wieder vor der Kamera sitzen. Heute zu Gast Söhre-Spieler Yannick Ihmann. Erstmal schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast hier an diesem heißen Sommertag. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ist es draußen wärmer als hier drin? Also wenn man hier unten bei euch an der Tür steht, da wird man schon ganz schön durchgegrillt, muss man sagen. Ja. Aber in der Halle am Sonntag war es noch heißer? Oder? Das ging, Gott sei Dank, Aber jetzt so unter der Woche beim Training oder so, wenn da wirklich die Luft so ist wie jetzt, dann ist es in der Halle schon ziemlich knackig. Ja, jetzt habe ich am Samstag war das Spiel, oder? Genau, Samstag. Samstag, genau. Es ist jetzt 3 Tage her, die Derby-Niederlage. Gegen den HC Eintracht Hildesheim, sitzt der Frust noch tief? Ärgert man sich jetzt immer noch drüber oder sagt man, weiter geht's? Wie geht's denn mit dieser Niederlage? ich sag mal so, ich glaube, wir haben es jetzt gut verdaut. Ist jetzt ja schon ein paar Tage her. War natürlich nicht das Ergebnis, was wir uns erhofft haben. Aber wissen natürlich auch, dass wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die andere Ambitionen hat als wir. Und dementsprechend sollten wir das auf jeden Fall auch alle möglichst schnell in unseren Köpfen kriegen. War jetzt das erste Spiel, ist eine lange Saison, können auch genug Punkte sammeln. Und deswegen... Ja. Ja. Na gut, wenn man sich an die letzten Derbys zurückerinnert, da war es ja immer relativ knapp. Ne? Das war, war sicherlich eine ziemlich bittere Nummer am Wochenende. Wir haben uns das sicherlich auch anders vorgestellt, wollten natürlich auch... mit einem guten Spiel quasi in die Saison starten, damit wir auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen dann jetzt für die nächsten Spiele haben. Dem war dann leider nicht so. Ist natürlich auch für die Zuschauer ärgerlich gewesen, dadurch, dass wir jetzt das Spiel nicht so spannend gestalten konnten, aber ja, ist manchmal so leider. Ist manchmal so, genau. Ja, ja. Jetzt haben wir zum Spiel, habt ihr das Spiel schon im Team analysiert oder steht das heute vielleicht noch beim Training auf dem Programm oder wie funktioniert das bei euch? Also unser Trainer Sascha hat jetzt schon nach dem Spiel schon direkt viel gesagt dazu. Die Analyse wird aber an sich, denke ich mal, eher heute beim Training stattfinden. Wir haben gestern auch schon trainiert wieder. Da war es dann aber eher so der Fokus quasi ein bisschen auf uns, ein bisschen individuell trainieren, ein bisschen Wurftraining. Und die größere Analyse, sage ich mal, wird es dann, denke ich, heute nochmal beim Training geben. Aber ich denke, wir wissen jetzt so oder so schon, woran es gehapert hat. Deswegen wird das, denke ich, jetzt auch nicht allzu groß ausfallen, zumal ja auch der Spielplan ziemlich eng getaktet ist, sodass wir jetzt natürlich am Wochenende die nächste Aufgabe ja auch schon wieder im Kopf haben müssen. Ja, ja. Du hast es eben schon angesprochen, ihr wisst schon zum Großteil, woran es gelegen hat. Der altbekannte Satz, woran hat es gelegen? wie hast du das Spiel gesehen? Warum hat es nicht so funktioniert, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt? Das ziemlich Offensichtliche war natürlich das, was jeder gesehen hat, dass Leon natürlich überragend gehalten hat. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 30 Paraden oder so gelesen. Wenn der gegnerische Torwart 30 Paraden hat, dann wird es, denke ich, für jede Mannschaft in dieser Liga schwer, ein Spiel zu gewinnen. Ich denke, wenn es andersrum gewesen wäre, wir 30 Paraden gehabt hätten, dann hätte Eintracht sicherlich auch deutlich mehr Probleme gehabt, als sie jetzt gehabt haben. Ich finde eigentlich, dass wir es die ersten... ich glaube 18 Minuten ungefähr waren das so. Ich habe mir das Spiel heute auch nochmal angeguckt, haben es eigentlich ganz gut gemacht, stand es glaube ich 5-8 und haben dann aber irgendwie ja so ein bisschen den Faden verloren. Da hat uns dann auch ein bisschen die Breite im Spiel, vor allem im Angriff gefehlt. Haben natürlich dann vieles liegen lassen, was noch dazu kommt, haben den Gegner dadurch natürlich stark gemacht, einfache Gegenstöße dann auch gekriegt und dann hatten wir glaube ich wirklich einen 7-0-Lauf oder so gegen uns. Und wenn man dann so in die Halbzeit geht, wird es natürlich immer schwierig. Klar haben wir es im letzten Jahr auch schon mal aufgeholt, aber ist das dann natürlich jetzt auch nicht, was man jedes Spiel quasi erwarten kann. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir es zwar geschafft, nochmal kurzzeitig so ein Momentum aufzubauen, was dann aber irgendwie nicht lang genug angehalten hat, um halt wirklich Eintracht irgendwie so ein bisschen nervös zu machen, um die so ein bisschen aus der Reserve zu locken, sage ich mal. Sind dann, glaube ich, auf 7 Tore rangekommen und dann hatten die Chance auf 6 Tore, kriegen dann 2 Tore aufs leere Tor. Dann schwindet so langsam der Glaube daran, dass man dieses Wunder, dann, wie wir es schon mal geschafft haben, halt wieder packen könnte. Ja. Jetzt fand das Derby ja zum ersten Mal in der BBS-Halle in Eifel statt. Wie hast du die Stimmung in der Halle gesehen? War das vergleichsweise genauso wie in den letzten Derbys? Also war natürlich schon ein bisschen was anderes. Ich sag mal, wenn du jetzt vor, ich weiß gar nicht, wie viel da waren, 1000 ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung. Ist natürlich schon mal was anderes als vor 2400 oder so, gerade wenn du halt eine Tribüne hast, die quasi um das ganze Spielfeld geht. Aber also mir hat es
trotzdem super gut gefallen. War, glaube ich, ein super Event. Waren auch viele Syrer da. Ich glaube, es war dann diesmal so einfach, dass quasi die neutralen Zuschauer oder vielleicht auch teilweise ein paar Fans aus Hildesheim quasi dann jetzt nicht den Weg auf sich genommen haben, aber ich denke, alle, die es mit den Syrern halten, waren auch in der Halle und haben ordentlich für Stimmung gesorgt. Ja. Und wie gesagt, es war auf jeden Fall ein cooles Event. Denke, können alle mit zufrieden sein, abgesehen vom Ergebnis. Hat man als Spieler vielleicht der Volkswagen Arena auch ein bisschen hinterher getrauert? Ne? Also da ist es ja schon wirklich ein Kessel da, ne? Was da dann in der Volkswagen Arena abgeht oder abging. Auf jeden Fall. Gerade die letzten Spiele haben ja teilweise auch gezeigt, dass, weiß nicht, vielleicht auch für Eintracht, dass natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Druck ist, vor so einer riesen Kulisse zu spielen. Ich meine, wir hatten so oder so immer nie was zu verlieren. Man hat auch gemerkt, dass sie immer vielleicht ein bisschen nervöser waren als in manch anderen Spielen. Waren natürlich immer coole Erlebnisse in der Volksbank Arena. Aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich auf dem Spielfeld steht, blendet man das trotzdem irgendwie so ein bisschen aus. Klar merkt man, dass man vor einer riesen Kulisse spielt, dass es um was geht, dass die Stimmung gut ist, aber ob du jetzt vor 1.000 oder vor 2.400 spielst, das ist wurscht. Ist dann am Ende wurscht, sag ich mal. Also zumindest, wenn du dann wirklich auf der Platte stehst. Genau. Ja. Gut, haken wir das Spiel jetzt erstmal ab. Kommen wir zu einer anderen Frage. Und zwar, jetzt geht's zur Vorbereitung. Ihr habt einen neuen Trainer, Sascha Berto. Wie unterscheidet sich seine Art zu trainieren und zu spielen von Sven Lakenmacher? Boah, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, dass wir jetzt gerade am Anfang, auf jeden Fall kann ich sagen, dass wir da ein bisschen mehr noch im athletischen und physischen Bereich gearbeitet haben, auch im konditionellen Bereich. Wir haben jetzt immer Mannschaftskrafttraining eingeführt. Wir sind viel gelaufen, viele Intervalle gemacht. Das ist erstmal so diese ersten Unterschiede, die sich dann schon ziemlich früh herauskristallisiert haben. Allein vom Taktischen kann ich jetzt vielleicht noch gar nicht so viel sagen, dadurch, dass wir natürlich quasi von den Einzelspielern genauso zusammengeblieben sind. Und ich glaube auch, dass Sascha ein bisschen darauf geachtet hat, wie er uns quasi bestmöglich einsetzen kann. Und dadurch, dass unser Gesamtkonstrukt, glaube ich, schon ganz gut funktioniert hat, musste er jetzt nicht riesige Dinge umstellen oder so. Ich sage mal so, diese Kernsachen waren vorhanden. Und ich denke, dass sein Ziel war, darauf dann so ein bisschen aufzubauen und da so ein bisschen seine eigene Handschrift zu finden. Aber bis jetzt absolut positiv, macht super viel Spaß. Wir arbeiten akribisch. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache bis jetzt. Mhm. Ihr habt jetzt auch noch ein paar Neuzugänge dazu bekommen. Wie bewertest du das oder was sagst du zu denen? Haben sie sich gut eingefunden? Auf jeden Fall. Also menschlich so oder so haben sich alle gut reingefunden. Ich meine, jetzt unsere Torhüter, die neu dazugekommen sind, die kannten wir ja auch alle schon vorher, sag ich mal, dadurch, dass sie Syrer Vergangenheit in der Jugend hatten. Aber auch bei den anderen, also bei Maxi Forst und bei Linus. Gut, Linus hat auch in der Jugend immer in Syrer gespielt. Haben sich gut eingefunden. Ich denke, wir können auf jeden Fall alle gebrauchen. Ja. Gerade bei den Rückraumspielern ist natürlich auf jeden Fall so, dass wir letztes Jahr ziemlich dünn aufgestellt waren, weswegen wir jetzt natürlich auch reagieren mussten quasi und dementsprechend ein bisschen breiteren Kader haben. Was uns aber, denke ich, auch dann gerade zum Ende der Saison zugutekommen wird, dass wir wirklich jeden einzelnen Spieler brauchen. Dass wir nicht quasi wieder in diese Bredouille kommen wie letztes Jahr, dass wir wirklich mit, 8 Spielern oder so die Hälfte der Saison bestreiten müssen. Das ist dann anstrengend und auch nicht ganz einfach. Genau. Genau. Die neue Saison ist jetzt ein Spieltag alt. Was habt ihr euch denn als Mannschaft vorgenommen für diese Saison und was hast du dir auch persönlich vorgenommen? Ich sag mal, persönlich versucht man sich natürlich immer weiterzuentwickeln. Ich denke, man hat genug Baustellen quasi, Baustellen jetzt nicht, aber Aspekte, wo man sagt, ey, da möchte ich noch besser werden. Ich glaube, das sieht jeder Spieler so. Jetzt so als Mannschaft haben wir natürlich intern ein Ziel ausgegeben, wissen natürlich, wo wir herkommen als Mannschaft aus Syrer, dass wir natürlich erstmal primär gucken, dass wir nicht absteigen wollen. Haben letztes Jahr einen guten 7. Platz belegt. Deswegen wäre es jetzt, glaube ich, auch nicht angemessen zu sagen, ja, wir wollen jetzt einfach nur 13. werden so und nicht absteigen, sondern wir wollen natürlich gucken, dass wir das Ergebnis vom letzten Jahr genauso wieder erzielen können und uns eventuell vielleicht sogar noch steigern können. Ist natürlich auch mal ein bisschen schwierig bei uns jetzt in der Liga. Klar ist das dieselbe Staffel. Aber ich glaube, das letzte Jahr hat auch gezeigt, dass
quasi das Mittelfeld so riesig ist, dass da eigentlich nur so Kleinigkeiten entscheiden, ob man jetzt wirklich unten im Abstiegskampf mit drin hängt oder ob man dann doch eher zum gesicherten Mittelfeld gehört. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen trügerisch, sag ich mal. Deswegen ist uns das bewusst, dass wir auch immer so ein, mit einem Auge auf jeden Fall auch natürlich auf die, auf die Abstiegszone gucken. Aber auf jeden Fall nochmal zur letzten Saison auch nochmal Chapeau von mir. Das ist wirklich starke Leistung, ne? Für eigentlich so ein kleines Dorf halt. Ja. Ne? So auf jeden Fall. Siebter in der dritten Liga, das ist schon echt, echt stark. Mit den regulären Fragen sind wir schon mal durch. Hier ist auch extrem heiß drin. Also ich schwitze einfach so von Sitzen. Kommen wir jetzt zum Fragenhagel. Wir haben ein paar Fragen aus dem von Instagram rausgezogen und schauen wir mal, was die hier bieten. Frage Nummer 1. Auf welches Spiel, außer das gegen Eintracht, freust du dich ganz besonders? Hast du da vielleicht eins in Aussicht? Oder? Ja, dieses Jahr ist ein bisschen schwierig, dadurch, dass die Aufsteiger, sag ich mal, aus Niedersachsen für uns jetzt unbekannt sind, weil das beides Aufsteiger aus der Nordseestaffel waren. Aber ich denke, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel in Emstetten. Ist sicherlich auch kein einfaches Auswärtsspiel. Aber die Halle dort ist, also hat mir das letzte Mal auf jeden Fall extrem gut gefallen. Coole Stimmung, gute Mannschaft. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf das erste Heimspiel, wenn es jetzt wieder wirklich in die Kolzen losgeht. Glaube ich. Es ist auch nochmal was anderes, als jetzt in Ahlfeld zu spielen. Das sind jetzt so die Spiele, die mir jetzt erstes einfallen würden. Ja. Jetzt kommen wir mal auf deinen Bruder zu sprechen. Niklas Siemann, wann spielt dein Bruder endlich wieder? War eine Frage. Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ich denke, das kann er auch selber ein bisschen besser erklären. Gab so ein bisschen Komplikationen bei seiner Diagnose, was er im Knie hat. Wurde jetzt mit deutlicher Verzögerung festgestellt, dass wohl irgendwie doch ein Knorpelschaden vorhanden ist, was jetzt erstmal mit Spritzen therapiert werden soll. Und wenn das nicht hilft, ist eine OP fällig, was dann auch wieder eine mehrmonatige Ausfallzeit bedeuten würde. Aber wie gesagt, muss man erstmal abwarten, was die Spritzen so sagen. Wir haben viele Sachen gehört, dass es auch ziemlich gut und ordentlich was bewirken soll. Aber kann ich jetzt schlecht beurteilen. Wünschen wir deinem Bruder Niklas auf jeden Fall auf diesem Wege alles Gute und schnelle Genesung. Ja. Die dritte Frage, wie fandest du dein FSJ bei Eintracht Hillesheim? ist schon länger her jetzt mittlerweile, muss ich sagen. Aber war damals eine coole Sache, sag ich mal. Ich wusste nicht, was ich nach dem Abi machen sollte. Ja. Und da ließ sich das dann ganz gut mit Handball vereinbaren, dadurch, dass ich dann bei Eintracht in der Jugend gespielt habe, in der A-Jugend-Bundesliga. War ein Jahr, was ich jetzt nicht missen möchte. Deswegen blicke ich eigentlich ganz positiv darauf zurück. Vierte Frage. Ist die Qualität im Kader im Vergleich zu den letzten Jahren gestiegen? Gestiegen weiß ich gar nicht genau. Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall an Quantität gewonnen haben. Was, glaube ich, erstmal fast wichtiger gewesen ist, dadurch, dass wir halt, wie gesagt, im letzten Jahr wirklich so eine, sag mal, Seuchensaison hatten mit Ausfallen. Ich glaube, von der Qualität her haben wir gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft haben, die auch absolut konkurrenzfähig ist. Muss natürlich auch immer ein bisschen gucken, was ist überhaupt möglich für einen Verein wie uns jetzt für Spieler quasi hier an Land zu holen. Wir wollen natürlich auch sowieso immer darauf achten, dass wir natürlich auch mehr Spieler hier aus der Region holen. Wie gesagt, deswegen würde ich eher sagen, dass wir an Quantität gewonnen haben. An Qualität würde ich ja erstmal sagen, muss man so oder so erstmal abwarten, was die Saison bringt. Gerade jetzt zum Beispiel so ein Spieler wie Linus Freiwald, der sicherlich erstmal für die Zukunft auf jeden Fall geholt worden ist, kann sogar noch A-Jugend spielen. Da wird man eher erstmal sehen, wie der sich dann entwickelt. Reicht es dieses Jahr für den Klassenerhalt? Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Ihr hofft es natürlich, ne, dass ihr die Klasse erhaltet. Ja, also ich bin selbstbewusst und sag mal, dass das auf jeden Fall reichen wird. Wie gesagt, wir wissen, dass wir von wo wir herkommen, dass wir auch immer ein bisschen gucken müssen, ne, dass wir da nicht unten mit reingeraten. Geht halt immer schnell in dieser Liga, wenn man erstmal eine Negativserie hat. Aber ich bin von unserem Kader überzeugt, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr wieder im Mittelfeld landen können. Ja. Die vorletzte Frage. Deine Lieblingskneipe in Dortmund? erstmal zu Dortmund. Wie kommt man auf Dortmund? Hast du studiert oder was hast du in Dortmund gemacht? Nee, ich bin bekennender Borussia Dortmund-Fan.
Ja, okay. Erstmal schlucken. Ach, alles gut. Deswegen, ich habe ja schon gehört, dass die Frage angeblich von Philipp Huber kommen soll. Das kann sein, ja. Vor 2 Jahren haben wir da mal einen Trip hingemacht, wo wir die Dortmunder Kneipenkultur ein bisschen ausgetestet haben. War gut, ja? Ich war das erste Mal auf der Südtribüne, war auf jeden Fall eine richtig geile Sache, coole Erfahrung. Kann sich wahrscheinlich nicht mehr so daran erinnern, welche Kneipe jetzt am besten war. Wollte gerade sagen, also war ein bunt gemixter Abend, deswegen kann ich mich jetzt auf eine spezielle Kneipe nicht festlegen. Okay. Die letzte Frage für heute. Handball-Derby in der BBS-Halle oder in der Steinberg-Halle? Schwierig zu sagen. An sich würde ich immer mich für die Steinberg-Halle natürlich entscheiden. Aber ich glaube, da würde ich mich jetzt vielleicht schon auf die BBS-Halle einigen wollen, weil ich glaube, dieses Spiel hat schon irgendwie so einen Rahmen verdient, dass man wirklich sagt, man versucht, zumindest 1000 Zuschauer auf jeden Fall vor Ort zu haben in der Halle. Und dafür ist natürlich die Halle in Nikolsen dann deutlich zu klein. Deswegen würde ich mich bei der Frage dann tatsächlich für die BBS-Halle sogar mal entscheiden. Ja. Habt ihr vor, die Halle in die Steinberg-Halle auszubauen? Wäre auf jeden Fall mal eine coole Sache. Ist die Frage, ob sich diese Atmosphäre mit diesem engen Kleinen, wo die Zuschauer dann direkt hinter der Bank sitzen, weiterhin so übertragen würde. Aber ich wäre es natürlich eine coole Sache. Das wäre eine coole Sache. Vielleicht ein paar Jahren, ja. Mal gucken, wo es so hingeht. Genau. Ja, alles klar. Das waren die Fragen, Yannick. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke auch für die Sommertage. Für die Einladung. Ja, gerne. Und willst du vielleicht noch irgendwen grüßen? Dann kannst du das in die Kamera da hinten machen. Ja? Boah, grüßen. Ich grüße alle, die sich das Ganze hier anschauen. Ne? Kommt, wie gesagt, immer zu uns in die Halle, zu unseren Spielen, unterstützt uns. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Jawohl, Dankeschön. Und auch von mir, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Sonntaler Sport News Talk. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.